So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Ein Let's Play Through the Witness. Guck mal, wie wieder das Grinsen auf mein Gesicht kommt. Allein, weil ich dieses Spiel so super finde. Ach, herrlich. Ja, wir haben jetzt gerade diese Stelle geschafft, ne, mit dem Aufzug. Und ich habe auch alle Kabel meines Erachtens einmal durchgekriegt. Ich bin mir aber gerade tatsächlich nicht sicher, ob das schon alles war. Lasst mich noch einmal kurz in den Raum reinschauen. Dann bin ich auch schon zufrieden. Und was ich auch noch machen wollte, ist, ich wollte noch mal die Codes eingeben, die ich ja gesammelt habe. Und noch mal betonen, dass wir seitdem keinen neuen mehr gefunden haben, ne, von diesen Spezial-Supercodes. So, hier unten waren wir ja drin, ne? Da kamen wir rein durch diese Tür. Hier hoch. Und jetzt sagt mal, schreibt mal in die Kommentare, fandet ihr diese Puzzle nicht auch brillant? Und wie gesagt, ich habe jetzt wieder was gelernt für das Dorf am Anfang, ne? Das darf man alles nicht unterschätzen. So, war hier unter der Treppe noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee. Und war hier noch. Guck mal, hier ist doch eine Tür, ne? Was ist denn da überhaupt? Warum geht die eigentlich nicht auf? Vielleicht soll sie nicht aufgehen. Und was war hier noch? Hier war der Aufzug, ne? Ja, genau. Ja. Und da ist auch nichts dran, ne? Okay. Und guck mal, waren wir in all den Räumen? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Mehr Räume gibt es dann auch nicht. Das ist gut zu wissen. Und weiter runter geht's auch nicht. Das heißt, wir können uns relativ sicher sein, dass wir so gut wie alles gefunden haben. Nur diese Tür, dass die nicht aufgeht, das wundert mich doch klein wenig. Ist das ein Kabel hier eigentlich? Nee, ne? Oder? Ich glaube, das ist nur Designelement. So, man wird schon ein bisschen, na, wie heißt es? Paranoid will ich nicht sagen. Nee, die Tür kann gar nicht aufgehen, weil da sind ja die Dinger vor. Okay, gut, dann lass uns doch vielleicht mal zum Dorf zurückgehen und zur Mühle, um, kommt man hier, kann man hier vorbei? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, so kommt man auch auf der anderen Seite wieder raus. Genau. Zum Dorf und zur Mühle, weil ich wollte ja diese Codes eingeben. Ist das Haus da hinten eigentlich die Mühle? Ich glaube ja. Die Windmühle, muss man ja dazu sagen. Die Burg können wir eigentlich auch machen. Aber nee, ich gehe jetzt erstmal zum Dorf zurück. Und guckt mal, seht ihr was? Merkt ihr was? Schaut mal. Merken. Warte. Von hier, glaube ich. So. So müsste es doch gehen. So. Und man kommt nicht weiter. Warum? Weil die Wolke dunkel ist. Und merkt euch mal die Position. Wo ist denn das? Ist hier irgendwie eine bestimmte Markierung? Hier, bei diesem Busch. Bei diesem Busch, glaube ich, ne? Da ist was im Busch. So. Nee, lass mal gucken. Ist der Ort irgendwie mal besonders markiert? Nee, ne? Nee, kann man sich eigentlich nicht merken. Hinter dem Stein, wo der Busch ist. Der Busch. Guck mal, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Es geht schon wieder los. Merkt ihr das? Hier sind nämlich auch Wege und Kreise und so. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber irgendwo konnte man hier diesen Weg auch zusammenbauen. War das hier? Nee, oh Gott. Irgendwo ergab das hier auch ein Muster. Da! Da! Seht ihr das? Von wo? Von hier. Aber da ist der Busch im Weg. Hier! Von hier! Nee, von wo? Von wo denn genau? Ich habe doch gerade was gesehen. Guck mal. Aber da ist der Busch im Weg. Von hier? Hier, oder? Nee. Hier? Da ist der Busch im Weg. Von hier? Von wo? Von da? Von hier? Von hier? Von hier? Von hier ist es. Hahaha, guck mal. Ist das brillant? Guckt. Guckt, und die ist voll lang und voll cool. Hättet ihr es gedacht? Von Jos hätte man nichts gesehen, ne? Und mit dem Blauen muss doch auch irgendwas sein. Von wo sieht man den denn? Hier, guck mal. Seht ihr das? Da ist doch was, oder? Da ist was im Busch, wollte ich gerade sagen. Da ist was in den Blumen. Ah, ich weiß aber nicht wo. Wollen wir da jetzt die Zeit für verplempern? Nee, ne? Aber jetzt habe ich es euch ja exemplarisch gezeigt und das reicht ja vielleicht auch. So, den Laser haben wir. Über diese Brücke bin ich noch gar nicht gegangen. So, das Rätsel mit den Blumen haben wir auch noch gar nicht erledigt. Dieses Rätsel haben wir erledigt. Schon in einer der ersten Folgen. Was war hier noch? Ach so, wisst ihr was? In dem Container war noch ein Puzzle. Ich glaube, das kann ich jetzt lösen. Oh, habe ich gerade wieder was gesehen? Nee. Gut. Wie gesagt, ich werde schon paranoid. So, guck mal, können wir das jetzt lösen? Ich glaube ja, ne?
Überleg mal. Eigentlich easy. Eigentlich sehr easy. Jetzt müssen wir nur so machen. Oder? Nicht? Oh, Telefon klingelt. Da gehe ich aber nicht ran. Das ist für mich irrelevant. Ich lege es mal ein bisschen weiter weg. Ignoriert dieses wunderschöne Geräusch. Das Problem ist, ich hätte echt gedacht. Ach, ich bin ja dämlich. Gott, bin ich dämlich. Das ist richtig. So ist es richtig. Und die dürfen ja abgetrennt sein, wie sie wollen. Oder müssen die zusammen sein? Aber das kann ja nicht sein. Weil Schwarz und Weiß dürfen doch gar nicht zusammen sein. Aber das müssen doch vier insgesamt sein. Aber das kann man doch so machen. Ach so, die müssen ja dann auch abgetrennt sein. Oh shit. Oh. Ach du Schiete. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, liebe Leute. Passt mal auf. Passt mal auf. Wenn ich den hier abtrenne. Wenn ich den hier abtrenne, ist jetzt nur eine Idee. Und ich trenne den so ab. Ja? So. Und dann nehme ich diese zusammen. Sind das dann nicht. Oh shit, den darf ich nicht. Eins. Okay, passt mal auf. Nur mal eine Idee. Stellt euch mal vor, ich mache das so. Weil dann sind die doch. Ich glaube, das klappt. Ja. Versteht ihr den Gag? Wollt ihr es nochmal sehen? Pass auf. Man durfte die ja. Sie müssen ja nur im gleichen Block sein, ja? Das heißt, ich habe jetzt diese Blöcke genommen und habe sie so angeordnet. Ne? Einer hier, einer hier, einer hier, einer hier. Ja? Die müssen ja nur innerhalb von einem Bereich sein. Ich weiß nicht, ob das die Musterlösung ist, aber sie hat funktioniert, ne? Und jetzt ist die Tür offen und man kann hier reingehen und man sieht eines von diesen. Okay, jetzt müssten wir eigentlich lernen, dass wir an zwei Seiten vorbeigehen müssen von den Dingern. Ja, seht ihr? Jetzt lernen wir, zwei Dreiecke heißt an zwei Seiten vorbeigehen. Und dann gibt es bestimmt noch drei Dreiecke an drei Seiten vorbeigehen. Und vier geht ja eigentlich nicht. Richtig? Richtig? So, aber eigentlich hat das jetzt. Doch, das hat jetzt was geändert und jetzt kann ich diese Form auch vollenden. Ah, ich laufe gegen Bäume. Schaut mal, weil dieses eine, die geöffnete Tür hat gefehlt für diesen Effekt hier. Von wo war es? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwo um den See rum. Das war jetzt genau das Detail, was ich glaube ich noch gebraucht habe, um den gesamten Bereich in Orange zu sehen, oder? War es das? Nee. Gar nicht wahr. Oder doch? Vielleicht von da hinten um die Ecke? Kommen wir denn da noch weiter? Nee. Ich glaube, irgendwo hier ging es noch rein, ne? Ich bin mir. Ach, hier ist es zu Ende. Ich weiß nicht, was dieser Bereich soll. Da muss ich rätseln, leider. Aber krass, ich hätte gedacht, dass das jetzt das Ende von dem Rätsel dort gewesen ist. Mit der Tür. Tür. Aber war es offensichtlich nicht. Schade eigentlich. Oder muss man das vom Boot aus lösen? Weil das Boot ist ja in Bewegung, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Wie ist es denn eigentlich mit dem Startpunkt? Geht der schon? Ne, der geht nämlich gar nicht. Okay, aber pass auf, bevor wir jetzt hier nichts machen, das letzte Puzzle, was ich erfüllt hatte, war ja dieses hier. Und der geht dann da lang, hier lang. Achso, nee, dann hatte ich den noch erfüllt. Der rosane ging da rein. Hier rein. Und dann haben wir diesen orangenen. Der geht hier rein. Und da müssen noch gemacht werden. Drei Stück. Ach so, das sind drei verschiedene. Guckt mal. Das sind drei verschiedene Puzzle. Achtung, Achtung, Achtung. Guck mal. Das nächste Puzzle ist nämlich auch noch relativ. Warte mal, das muss von einem anderen ausgehen. Nämlich von diesem hier, denke ich. Guck mal, da gehe ich jetzt nämlich einfach die Form des Schattens lang. Das muss der nächste Ausgang sein, seht ihr? Und jetzt muss es noch einen dritten Aspekt geben. Einer war der Reflexion, sorry, der Reflexion. Einer war die Reflexion von oben, erinnert ihr euch? Der zweite ist der Schatten. Und was kann es noch geben?
Reflexion und Schatten. Wow, vielleicht doch so eine Form. Da, guck mal, guck mal. Seht ihr, das sind Zweige. Das hatten wir doch bei dem Asia-Pavillon. Sonst wüsste ich nicht. Aber das könnte noch sein. Da kommt man da irgendwie hin. Da ist eine Platte. Habt ihr das gesehen? Von draußen? Wie kommt man denn da drauf? Ach, von hier gleich. Okay. Okay, manchmal ist es einfacher, als man denkt. So, jetzt nur gucken. Ach, seht ihr das? Da ist so ein rundes Ding, aber wo? Wo war denn noch so ein rundes Ding? So ein Anfangspunkt. Den müsste man hier irgendwo auf einen Anfangspunkt kriegen. Ist da einer? Seht ihr irgendwo einen? Von der Mitte? Nee, die Mitte ist doch kein Anfangs. Doch, doch, die Mitte ist ein Anfangspunkt. Okay, also, wo ist denn da das Ende? Kein Ende in Sicht. Ach, oben in der Ecke. Okay, pass auf. Liebe Leute, relativ simpel. Muss ich es mir aufmalen? Ja, ich mach's. Ich male es mir schnell auf. Gut, wenn man einen Zettel dabei hat. Also aus der Mitte, dann hoch, dann quasi den TIE Fighter entlang. So, dann zur Seite, dann hoch, dann so. Dann den Bogen. Ach Quatsch, oh, jetzt gucke ich auf das grüne Ding. Quatsch. Den Bogen ein weiter. Dann nach unten, so, so, so. Ich glaube, das reicht. Ich hoffe, es reicht. Schauen wir mal, ob das meine Zeichenkünste ausreichen. Also, so, den Teil weiter hoch. Ich kann es mir sogar noch fast aus dem Kopf. So, glaube ich, war es. Genau, dann zur Seite. Dann den gesamten Dings hier, glaube ich. Dann hier hoch. Einen hier runter. Und dann so. Ich glaube, das war's. Ja, das waren sie alle drei. Und jetzt geht der Weiße schon aufs Dach. Wir kriegen einen neuen Laser, liebe Leute. Glaube ich. Oder? Nee. Oh shit. Oh. Guck mal. Hier ist ein Schatten von irgendwas. Von dem Ding hier. Kann man den drehen eigentlich? Nee, kann man nicht drehen, ne? Ist da vielleicht auch noch eine zusätzliche. Ich glaube, ich muss da hoch und dann die Reflexion auch noch sehen. Ich wette, hier gibt es wieder diese drei Aspekte in einer Scheibe. Wie kommt man denn hier rein? Der ist ja zu. Den muss ich erst öffnen und der geht hier rein. Kommt man denn da überhaupt rein? Ja, den können wir ja jetzt lösen. Nee, gar nicht wahr. Können wir nicht lösen, oder? Weil wir haben ja diese Sternchen noch gar nicht. Und hier ist auch eine Form, oder was? Was bedeuten denn diese farbigen Sternchen? Die habe ich noch gar nicht gelernt, ne? Guck mal. Die habe ich noch gar nicht gelernt. Okay, dann kommen wir jetzt hier erstmal noch nicht weiter, ist aber auch okay. Weil guck mal, diese farbigen Sternchen, die kann man doch gar nicht einfach so trennen voneinander, oder? Ich meine, ich kann es ja mal versuchen. Die oberen, die verstehe ich ja. Ne, die müssen zusammen in einem Block sein und die könnte man ja so anordnen. Aber das reicht nicht, seht ihr? Das hat noch eine andere Bedeutung. Wahrscheinlich muss man davon so und so viele. Ich glaube, das war irgendwie sowas wie, da dürfen. Aber das sind ja auch ungerade. Okay, haben wir noch nicht gelernt, können wir also noch nicht lösen. Das heißt, wir sind jetzt hier erstmal fertig und gehen erst einmal in die Mühle, wollte ich noch mal rein, ne? Ist hier irgendwas mit einem Kreis? Nee, schade, hätte ich gerade gedacht. Dann gehen wir noch mal in die Mühle und geben auch mal die Dinger, die ich hier aufgemalt habe. Oh, guck mal, aber hier sehe ich was. Seht ihr das? Seht ihr das? Da ist doch bestimmt irgendwo. Das Ding hier, seht ihr das? Da hätte ich jetzt gedacht, dass hier irgendwie den auch entlang ziehen kann, weil hier ist ein Ende. Seht ihr das? Bloß von wo zieht man den? Egal, mach ich später. Muss ja nicht alles sofort machen. Hier ist auch was, merkt ihr das? Irgendwas wird da sein. Irgendetwas ist da schon. So, aber egal, wir gehen jetzt erstmal. Ach so, eine Sache wollte ich euch auch noch zeigen. Ich glaube, die ist auch cool. Schaut mal. Welchen machen wir denn? Fangen wir mal mit einem einfachen an. Den hier. Ach nee, doch nicht. Halt, 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 halt! Nicht so schnell, nicht so schnell. So geht's, glaube ich. Aber das war doch das Ende. Bin mir gerade nicht sicher. Die müsste man vielleicht nochmal checken. Aber guck mal, was jetzt passiert. Achtung. Achtung, Achtung, hier müssen wir rein. Aber das ist ja auch kein Ende. Doch, da ist ein Ende. Achtung. Achtung, Achtung. Ja, das war eins. Und da hinten ist noch einer. Seht ihr das?
Das heißt, hier kann man eine ganze Menge mit vorwärts und rückwärts machen. Also die, da beschäftigt euch mal mit. Die mache ich jetzt nicht alle. So viel Zeit will ich da jetzt nicht reinbrezeln. Das sind ja auch nur Plus-Puzzle. Die bringen uns ja quasi nicht weiter. Aber ich wollte euch nochmal hier unten. Ich glaube, ich kann jetzt hier noch zwei weitere Puzzle eingeben und noch ein weiteres Puzzle oder zwei weitere Puzzle lösen. Vielleicht kann ich sogar da hinten die Tür öffnen. So, hier kann ich jetzt auf jeden Fall noch Puzzle reingeben. Nämlich diese hier. Ja, könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ich habe sie gut genug eingegeben. Eins ist, glaube ich, startet hier, geht darum, darum, hierum, darum und dann hier rein. Glaube ich. Ja, das letzte war's. Und jetzt wird der nächste Film gestartet. Absolutely simple. Auch angucken. Unbedingt angucken. Sehr cool. What I have Auch to say to you. alles It's what my teacher said to sehr me. mind-opening. And I'm still So, der geht. deeply discovering the Der reverberation of geht. that. And it's simply stop Hier? looking Nee. for what you want. Wartet mal. Wie habe ich das denn? Not cynically stop looking for what you want. Der hätte jetzt eigentlich But look runtergehen within. müssen. So vielleicht? So? Stopping looking for what you want in Und dann resignation and so? Doch, ich glaube, cynicism das ist er. closing down. Dann But innocently, openly hoch. stop looking for Dann what you want in this moment. so. Not tomorrow So. when you have it. So? Kann das sein? But in this moment, to take War one das richtig? moment. Nee, das war falsch. Okay. Whatever So, also nochmal. So. So. however mundane or Dann profane, so. and just stop So. looking Aber ein for anderer it. geht hier gerade gar nicht. And you will find Nee, das ist er nicht. Oder, warte mal, ich will nur mal was gucken. everyone. Nee, der war falsch auf jeden Fall. Because the more that you wanted Ach is nee, the der ging noch more weiter. you Okay, der ging noch weiter. Sorry. Also so, dann so, dann want. so. Too simple to be Und dann, grasped. ich glaube, hier rein. Ja, das war er. Jetzt habe ich den gestoppt und den da reingetan. Hier auch ein sehr cooler Film, ja. Also das Ding ist Kult, guckt es euch an. Und da gibt es auch noch einen Teil von einem Puzzle, den ich nicht verraten will. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr cool und hat was zu tun mit, ich glaube mit, wartet mal kurz, womit hat der was zu tun? Ich glaube nur mit sich selber. Guckt es euch an. So, die hier kann ich jetzt, glaube ich, lösen. Nee, die hier habe ich noch gar nicht, die kenne ich noch gar nicht. Aber das hier müsste man eigentlich lösen können. Da habe ich auch sehr, sehr lange für gebraucht. Sehr, sehr lange. Und vor allen Dingen, was hat das mit den schwarzen Dingern in der Mitte auf sich? Weil eigentlich sind die doch komplett egal, solange es keine weißen gibt, oder? Oder sehe ich das falsch? Weil die können doch getrennt werden, wie sie wollen, solange es keine weißen gibt. Oder? Wichtig ist nur, dass diese Dinger sich berühren. Die könnten nämlich auch alle. Ich glaube, ich weiß es wieder. Ich glaube, die dürfen ja auch ein H ergeben. Guckt mal. Das Problem ist, doch, geht. Guck mal, so müsste es gehen, oder? Ja, siehst du, und zumindest ist die Tür schon mal offen. Man braucht aber die andere auch, um dieses Puzzle zu beenden. Ja, dieses wundervolle, coole Puzzle. Genau, ich glaube, das hier hat auch was mit dem Puzzle zu tun, aber ich bin mir gerade echt nicht so 100% sicher. Und dieses hier, ganz ehrlich, kann ich, glaube ich, noch nicht lösen, weil ich weiß nicht, was diese Dinger da unten bedeuten. Und ich weiß auch gerade nicht, wie trennt man jetzt die Weißen ab, weil das offiziell geht es nicht, ne? Also braucht man die hier unten. Die haben irgendeine Bedeutung natürlich. Ja? Ich denke mal, damit kann man zwei Schwarze in ein Weißes ummodeln. Vermute ich jetzt mal. Aber offensichtlich. Habt ihr das gesehen? Was ist jetzt passiert? Was? Ach, okay. Nur wenn sie sich berühren oder was? Aber kann ja gar nicht sein, oder? Habt ihr das gesehen? Das war cool.
Ach so, weil ich den nicht drin hatte, ne? Oder doch? Warte mal, was sagt er nochmal für einen Hinweis? Der wird weiß und verschwindet. Seht ihr das? Das Puzzle bringt uns ein bisschen bei, was es bedeutet. Ich glaube, ich kann es mir denken. So müsste es eigentlich gehen. Aber dann... Wieso ist jetzt der eine Weiße verschwunden? Der eine Weiße ist verschwunden. Okay, ich habe so eine Vermutung. Ich meine, der eine ist ja egal. Weißt du, wie ich meine? Der eine ist ja egal, vor allen Dingen, wenn er verschwindet. Ach nee, aber die sind ja weiß. Das heißt, die nehmen... Der eine nimmt einen schwarzen weg. Was passiert nochmal, wenn ich so mache? Ach so, dann kann er keinen wegnehmen. Das ist auch falsch. Was ist, wenn ich so mache? Nur mal ein Test. Dann war es richtig. Dann war es richtig. Weil der eine hat den weißen weggenommen und der andere hat den schwarzen weggenommen. Aber warum? Okay, das müssen wir später noch lernen. Aber vielleicht haben wir schon einen kleinen Schritt zum Lernen gemacht. Wer weiß das schon? Wo kommen wir jetzt raus? Genau, hier. Wieder. Hier kommen wir wieder raus. Wie gesagt, schaut euch die Filme an. Jetzt habe ich die Dinger auch eingegeben. Das ist sehr cool. Das war jetzt ein bisschen gemischte Puzzle. Wollen wir mal bei den Puzzlen weitermachen, wo wir nach der zweiten Folge, war es, glaube ich, aufgehört haben. Nämlich die Reflexionspuzzle. Hinten in der Ecke in der Wüste. Ich glaube, das wäre angemessen. Ah, na? Willst du nicht? Willst du nicht? Willst du nicht? Nee, ich bin zu hoch oben. Das darf man natürlich nicht. So, back to the Wüste. Ich weiß gar nicht, ob man hier lang kann. Doch, nee, doch nicht. Oh, warte mal. Komme ich hier jetzt eigentlich rein? Da war ja vorhin noch eine Tür, wo ich nicht reinkam. Hier kann ich jetzt rein. Ja, das habe ich nämlich jetzt gelernt. Und wir packen die beiden einfach zusammen. Und eigentlich... Nee, brauchen wir gar nicht zusammenpacken. Oder doch müssen wir zusammenpacken sogar, weil anders geht's. Ach du Schiete. Ich muss sie sogar zusammenpacken. Und ich glaube, ich muss sie umdrehen. Weil anders krieg ich's nicht hin. Und zwar packen wir den dahin. Und den dahin. Und dann so. Anders kriegen wir dieses Puzzle nicht hin. Oder? Seht ihr? Ich habe die jetzt umgetauscht. Und das darf ich. Solange sie in einem Block sind. Wahnsinn. Cooles Puzzle. Very, very cool. Das heißt, ich bin jetzt in diesem Bereich drin. Und der Laser war da oben, ne? Ja, genau. Das heißt, mal gucken, was hier noch für Puzzle... Hier sind auf jeden Fall sehr mechanische Puzzle. Und ich erinnere mich, da oben wäre ich auch schon reingekommen. Durch die Tür bei diesem Waldgebiet. Aber die Tür wäre wieder zugegangen nach einer Zeit. Huch. Ich komme ja gar nicht hoch. Okay, ignorieren wir for now erst einmal. Da hinten ist auf jeden Fall das Bootshaus. Da könnte ich schon mal hinfahren oder wegfahren oder irgendwas. Die Frage ist, nee, hier ist alles noch zu. Aber könnte man, das Boot könnte man schon aktivieren. So, und das machen wir auch schon mal. Einfach, damit der Steg schon mal nutzbar wird. Der bleibt jetzt auch nutzbar, glaube ich. Das heißt, hier kommen wir dann immer relativ flott wieder hin. Aber das müssten wir erstmal... Da oben ist ein Puzzle. Aber da komme ich noch nicht hin, weil der hier noch nicht offen ist, richtig? Oh, hier ist ja auf jeden Fall sehr viel... Oder warte mal, hier geht's ja runter. Ist hier was? Ja, hier. Das ist, glaube ich, diese Hebebühne. Ach, du Schiete, das haben wir noch nicht gelernt. Aber den da haben wir schon gelernt. Den können wir schon. Und die können wir hinmachen, wo wir wollen, solange wie es geht, legalerweise. Zum Beispiel könnten wir den Dreier hier hinmachen. So. Oh, nein, wollte ich gar nicht. Sorry, ich habe eine Schultertaste gedrückt. So, mal angenommen, der Dreier ist hier, der Vierer ist hier. Dann kommen wir nicht mehr hoch. Nee, so geht's schon mal nicht. Aber mal angenommen, der... Und den können wir ja auch drehen, wie wir wollen, ne? Mal angenommen. Nur mal angenommen. Oh, shit. Der ist doch nicht so trivial. Aber das ist ja... Ach nee, es ist ja gar kein Vierer. Ich habe mich ja vertan. Das ist ja auch ein Dreier. Tja. Was wäre denn... Nur mal angenommen.
Ja, so trivial ist das wirklich nicht, ne? Stellt euch mal vor, das wäre der hier. So würde es gehen, ne? Nee? Wieso? Ach so, nee, haha, fast, fast, fast. Der ist ja zwei lang. So würde es gehen. So würde es gehen. So würde es gehen. Ja. So würde es gehen. Aber ändern tut er gar nichts, weil den hier muss man erst erfüllen. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie er geht. Es ist nicht, ich glaube, es ist nicht wie die schwarzen Quadrate. Man muss noch irgendwas dazu lernen. Mensch, was diese Sternchen bedeuten. Es reicht, glaube ich, nicht einfach nur, das abzutrennen. Siehst du? Siehst du, siehst du. Ne, die muss ich erst noch lernen. Okay, dann war das erstmal das. Da kommen wir noch nicht weiter. Vielleicht lernen wir das aber hier. Vielleicht lernen wir das hier. Ach, das ist ja gar kein Pass. Siehst du, so lässt man sich hier vereiern. Ja, die können wir schon. Und der ist wahrscheinlich wieder symmetrisch. Denke ich mal. Ich denke mal, das ist ein symmetrischer. Mal gucken. Nee, es ist nicht symmetrisch. Okay, ich muss hier oben anfangen. Es geht nicht anders. Richtig? Geht's überhaupt? warte mal, doch. Na klar, so geht's. So geht's. Easy peasy. Kling. Ja? Reicht das schon? Irgendwie so richtig zufrieden scheint er mir nicht zu sein. Hier muss man natürlich lang. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann. Oh ne, warte mal. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. So, na siehste. War doch gut, oder nicht? Und da die Puzzle jetzt fast außer Reichweite sind, gehe ich mal davon aus, dass er zufrieden mit mir ist. So, guck mal, seht ihr das? Da sieht man doch sofort etwas. Oder nicht? Werdet ihr denn nicht sofort hell? Hell sehe ich, sage ich jetzt mal. So, jetzt können wir auch diese Tür öffnen. Plopp, Tür auf. Und jetzt kommen wir hier rein. Ich weiß nicht, inwieweit das wichtig ist, weil so weit war der Weg darum ja auch nicht. Kann nur sein, ach so, die Hebebühne. Guck mal, jetzt lernen wir, was das Ding bedeutet. Ach so, das Ding nimmt immer einen weg. Siehst du? Der wurde jetzt von dem weggenommen. Also dieses Element heißt, eines der Elemente wird weggenommen. Eines der Pflichtelemente. Passiert gerade was? Ach ja, die Hebebühne hebt sich. Und jetzt achtet mal drauf, merkt ihr was? Der Schatten. Wir kriegen jetzt dieses Ding hier voll. Das einzige Problem ist, wo ist denn... Ah, okay, man müsste das von oben irgendwo machen. Von da oben wahrscheinlich. Komme ich denn da hin? Nee, dazu muss ich erstmal diese Rätsel lösen. Und jetzt bringt er mir wieder das hier bei. Nämlich so ist richtig, weil er muss einen wegnehmen. Wenn ich nicht einen wegnehme, stimmt es nicht. So, pass auf. Wir lassen jetzt den einen da wegnehmen. Wir lassen mal... Genau, den da hinten. Oh, shit. Wir lassen mal den da hinten an der Wand weg. Oh, nee, warte mal. Welchen lassen wir denn wegnehmen? Den da drunter lassen wir einfach wegnehmen. Der Einfachheit halber. Welchen lassen wir hier wegnehmen? Oben in der Ecke, oder? Ja. So. Oben in der... Mensch! Die Steuerung, Leute! Er will nicht so, wie ich das will. Oh nein, das stimmt ja, der muss mit drin sein. Okay, pass auf, dann sind wir mal gnädig und lassen ihn den wegnehmen. Okay, wieder was gelernt. Es muss innerhalb des Gebietes sein. Siehst du? Ich liebe brillant, wie dieses Spiel uns Dinge beibringt. Hier bringt es uns nochmal bei. Aber denke dran, es muss eins von den Dingern da drin sein, sonst geht es nicht. Welchen nehmen wir hier? Warte mal, guck mal. Gehen wir mal so. Dann kann er den wegnehmen. Sei mal zufrieden. So, und jetzt haben wir das geschafft. Und jetzt ist der da aktiviert. Und jetzt können wir diese Hebebühne nutzen. Diese hier nämlich. Und zwar von drauf am besten, weil dann fahren wir gleich mit hoch. Und jetzt können wir nämlich aussuchen, geht's hoch oder geht's runter? Seht ihr das? Ich liebe das, wie die Puzzle gleichzeitig darstellen, was passiert. Und gleichzeitig auch noch das Steuerelement dafür ist. Ja, oder sind. Das ist genial gemacht. So, guck mal, jetzt hätten wir hier in dem Moment, hätten wir auch wieder was bauen können. Das heißt, wir müssen die Hebebühne machen und dann ganz schnell nach da oben oder so. Aber dafür müssen wir erstmal hier etwas freischalten. Lernen wir wieder was? Ach, guck mal, von hier können wir die nämlich auch bedienen. Das ist gut. Und guck mal, da ist auch wieder irgendwas. Oder ist das nur das... Ja, nee, ist nur der Lichtgeber. Was ist hiermit?
Ist da was? War da was? Da ist eine Tür, ne? Da kommen wir dann wahrscheinlich aufs Dach zurück. Okay, und wieder lernen wir was. Okay, was lernen wir nun? Wir lernen, Rot hilft uns nichts, weil wir können das nicht irgendwie mit irgendwas anderem zusammentun. Lernen wir jetzt... Okay, pass auf. Es müssen immer zwei verschiedene zusammen sein? Was lernen wir? Ist das jetzt richtig? Nee, ist das falsch? Was... Das hatte ich gerade schon probiert, ne? Oder? Das war's nicht. Der macht den dann rot. Aber der war doch gar nicht drin. Mal gucken. Was ist denn so rum? Okay. Weil einer muss, ne? Einer muss. So. Pass auf. Wie wär's denn so? Einer muss. Der rote wird weggenommen. Ja. Einer muss, also der grüne muss weggenommen werden. Dann einer muss weggenommen werden. Der eine grüne muss weggenommen werden. Sehr gut. Einer muss weggenommen werden. Das heißt, wir machen so. Warte mal kurz. So. Ha. Warte mal kurz. So, warte mal. Wie wär's denn so? Oh ne, dann kann ich den grünen nicht, ne? Wie wäre es denn, wenn wir den roten, den einen, wegnehmen würden? So müsste es doch gehen, ne? Der eine rote wird weggenommen. Ja, das war gar nicht so doof. Geht das hier auch wieder? Der eine rote wird weggenommen. Nee, geht nicht. Siehst du, jetzt geht das wieder los. Warte mal. Wie wär's denn, wenn der eine... Oh. Der, ich war gerade schon zu früh begeistert, gebe ich zu. Warte mal. Mal angenommen. Nehmen wir einen grünen oder einen roten weg? Was ist besser? Mal angenommen, wir machen jetzt so. Das hilft auch nichts, ne? Was nehmen wir weg? Einen grünen oder einen roten? Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber vielleicht auch eher so nicht so. Das Problem ist, es ist zu viel auf einmal. Merkt ihr das? Das ist echt zu viel auf einmal. Was wäre denn, wenn man... Das ist zu viel. Das ist zu viel und die sind alle schräg. Das ist echt schief, ne? Oh, Gottes Willen. Was ist denn... Was wäre denn mit... Da... Also mal angenommen, man würde die abtrennen. Also die abtrennen. Und den einen abtrennen. Das müsste doch gehen. Da, oh shit, da oben ist er wieder. Das ist das Problem. Ich meine, der eine kann ja auch einzeln stehen.
Aber nicht mit dem Roten. Nicht mit dem Roten. Warte mal, wie ist denn so? Ah, das geht ja nicht. Ach Mann, ich dachte mich jetzt schon. Verfluchter Mist. Wie ist denn, wenn ich so mache? Auch nicht. Geht nicht. Es geht nicht. Mensch. Einer muss, ha? Einer muss dran glauben. Habt ihr es schon gesehen? Habt ihr die Lösung schon gefunden? Soll ich einen grünen weg oder einen roten? Mal angenommen, ich würde den einen grünen da, diesen grünen hier wegnehmen. Mal angenommen, der hier, wir würden ausgehen, der wäre rot. Mal angenommen, wir würden davon ausgehen, der wäre rot. Geht es dann? Ich glaube ja. Ja, na klar. Guck mal, so ist es viel einfacher. Der eine grün ist rot. Bäm. Das ist so furze einfach. Ah, okay. Obwohl der ist... Ist der schwer? Eigentlich nicht, ne? Guck mal. Wir nehmen den weg und wir nehmen den weg und gehen raus. Und der blaue wird weggenommen. Pff, einfach. Ist das schwer? Warte mal, eigentlich nicht. Der ist pupse einfach. Gucke mal. Pupse einfach. Super einfach. So, was habe ich jetzt gemacht? Ach, jetzt habe ich den hier aktiviert. Sonst nichts. Doch, und den hier. Der war auch vorher aus. Das waren die einzigen beiden, ne? Dann, ich meine, hier unten sieht man es, ne? Das ist eine Kabelweiche. Oh, ach du Schiete. Ja, das Puzzle sieht auf den ersten Blick schwer aus, aber eigentlich... Obwohl... Oh, das ist eine Erweiterung von dem ersten Puzzle aus dem ersten... Oh Gott. Ja, siehst du, das ist eigentlich... Guck mal, wenn ich hier starte, muss ich entweder den wegnehmen oder die beiden trennen. Und beides geht nicht. Das heißt, für den wird der hier schon mal eingesetzt, auf jeden Fall. Wenn ich hier starte, kann ich diese hier nicht mehr voneinander trennen. Eigentlich ist es relativ eindeutig, finde ich, dass man entweder hier oder da starten muss. Oder? Würdet ihr nicht auch sagen? Weil diese hier kann man nicht trennen. Das ist unmöglich. Hier zu starten ist unmöglich. Oder? Weil da müssten... Also das geht gar nicht. Ja, hier kann ich... Hier bleiben am Ende auf jeden Fall zu viele über, die man wegnehmen müsste. Es ist unmöglich. Der fällt weg. Der hier ist genauso ungünstig wie der hier, weil jeder von denen sorgt dafür, dass einer von denen weggenommen werden muss. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier starte, kann man dann die Weißen abtrennen? Das ist die Frage. Oh, und da... Ah, und wenn ich hier starte, kann ich nicht hier oben raus. Das geht nicht. Und ich kann auch den dann nicht mehr abtrennen. Seht ihr das? Weil ich muss hier lang. Muss ich dann die Schwarzen abtrennen? Könnte sein. Ist aber dann auch nicht so schlimm. So, pass mal auf. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich gehe hier lang. Dann da lang. Ach nee, das geht auch nicht, weil dann kann ich die nicht mehr abtrennen. Okay, pass auf. Gehen wir mal hier lang und versuchen mal, die Schwarzen abzutrennen. Nur mal so ein Versuch. Und den einen... Der eine geht ja sowieso weg. Den einen Schwarzen, den löscht er ja. Ja, das war's. Geschafft. Der war nicht so schwer, aber hat jetzt auch nichts gebracht, ne? Dann noch den hier. Auch hier wieder. Einer kann gelöscht werden. Einer kann gelöscht werden. So. Das ist nicht ausreichend. So, warte mal. Das müsste... Echts, krechts. Ich glaube... Ich glaube, den hier. Nee. Einer muss gelöscht werden. Es hilft nichts. Hm.
Nur mal ein blöder Versuch. So kriegt man die alle nicht abgetrennt, ne? Was wäre denn, wenn der eine, den wir löschen, ein grüner wäre? Weil das Ding ist... Also ich... Das ist schon krass, oder? Vielleicht ist es der, aber der kann... What? Das ist echt hart, oder? Weil, guck mal. Ich müsste ja theoretisch... Und dann ist der ja nicht mehr... Guck mal, so müsste ich ja eigentlich abtrennen. Aber das Problem ist... Doch, doch, so geht's. So geht's, weil der ist ja trotzdem noch verbunden. Ich glaube, so geht's. Ja! Alter Schwede. Okay, was habe ich jetzt angeschaltet? Der geht da oben raus. Da komme ich jetzt bloß leider nicht hin, ne? So ohne weiteres. Wie komme ich da jetzt hin? Wollen wir erstmal die Puzzle hier lösen? Guckt mal. Dieses Puzzle könnte ich jetzt lösen. Und zwar, indem ich erst einmal den hier einmal nach oben knalle. Halt! Lauf, 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 lauf. So, komm. Achtung. Guck mal, die sind entgegengeschaltet. Seht ihr das? Wenn der eine hochgeht, geht der andere runter. Ist spannend, ha? Number one. Bam. Und jetzt nochmal den wieder hochschalten. Und dann können wir das andere Puzzle lösen. Lauf, 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 lauf. Mach schon. Ach nein, guck mal. Die sind nicht entgegengeschaltet. Nur wenn ich den einen runter mache, geht der andere automatisch hoch. So, den müssen wir jetzt schalten. Sehr witzig. Der eine ist mit dem anderen in Reihe geschaltet oder parallel. Und der andere ist gar nicht. Spannendes Puzzle, hä? So. Oh, guck mal, das läuft schon rüber. Das will da rein. Diese Partikel wollen damit verbunden werden. Achtet mal drauf, wenn die gleich sich fast verbunden, fängt es an, sich schon zu attracten. Seht ihr das wie so ein Magnet? Das gibt einem schon einen Hint. Ja? Das ist schön, oder? Diese Details. Ich brauche mehr Details. Oh, guck mal, ist da drüben eine Tür? Nee, die ist zu. Okay, das waren diese Puzzle, würde ich sagen, ne? Sonst ist da wohl nichts. Scheinbar. Oh, guck mal, hier sind ja auch Sachen. Doch, hier geht's lang. Hier ist ja noch ein Puzzle, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann kommt man bestimmt da hoch oder raus oder runter. Wollen wir das machen? Das dürfte auch nicht so schwer sein. Ach komm, das ist doch Pupse. Guck mal, das ist ein Treppenrätsel. Merkt ihr das? Mann, ich will doch gar nicht da lang. Ich will hier lang. Und guck mal, was passiert. Der eine wird weggenommen. Ist das nicht cool wieder, wie dieses Rätsel auch der Realität entspricht? Die Frage ist jetzt, wie komme ich nach oben, wo das Kabel rausging? Hier, ja, wie kriege ich den jetzt an? Muss ich außen rumgehen, ne? Muss ich den langen Weg gehen? Hilft nichts. Oder? Sonst war doch da kein Weg. Dann gehen wir wohl den Umweg hoch. Oder ist das schon der Laser? Ist das vielleicht schon der Laser? Vielleicht ist es ja der Laser. Das wäre ja voll Laser. Aber dass man so einen langen Umweg gehen muss, ist schon irgendwie komisch, ne? Dass da keine Treppe, Tür oder irgendwas noch ist. Es ist der Laser! Aber bevor ich den Laser jetzt drücke, guck mal, da ist ja noch... Ach, es fehlt noch ein zweiter Teil. Das ist ja spannend, ne? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Da drüben. Und warum ist hier nicht noch eine Tür, die man irgendwie öffnen kann, ha? Hier irgendwie irgendwas? Guck mal, das ist der, den wir haben, ne? Der kam hier raus. Der geht aber auch noch irgendwo anders hin. Da geht der hin, zu dem Aufzug. Und von wo aus soll man dieses Puzzle lösen? Weil reinkommt man hier ja nicht, richtig? Oder? Nee, es sieht mir nicht so aus, als käme man hier rein. Dann schauen wir doch mal, wie man da oben hinkommt. Wahrscheinlich über die Treppe.
over the trap. Ach man, hier lang geht's natürlich ganz einfach. Und was ist eigentlich damit? Kann ich den schon? Ja, aber er ist noch nicht nutzbar. Weiß gar nicht, was man dafür braucht. Was braucht man dafür? Einen anderen Winkel vielleicht. So, tja, das ist ganz oben, würde ich behaupten, und das ist ganz unten, würde ich behaupten. Und man kann immer nur entweder ganz oben oder ganz unten machen. Fahre ich denn jetzt? Nee, ach so. Dann eben andersrum. Ich hätte es jetzt andersrum vermutet. Ja, jetzt fährt er. So, wir fahren runter und ich denke mal, irgendwann wird sich aufgrund der visuellen Staffelung dieser Gleisstruktur wird er immer weitergehen, bis ich es geschafft habe. Ist aber nur eine Vermutung, liebe Leute. Wissen tue ich es nicht. Wissen tue ich gar nichts. Einen Scheiß weiß ich. Aber? Nein, ich bin ja vor dem Stein. Ach du Schiete, das wird ja gar nicht gehen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, mein Fehler. Oder kann ich noch schnell? Nein, ich kann nicht. Aber guck mal, es wäre gegangen. Das war der Witz. Sollen wir es gleich nochmal wiederholen? Ja, ich mach's nochmal. Ihr könnt mich mal. So, komm, schnell, schnell, schnell. So, wieder hoch. Gibt's noch ein anderes Puzzle, was man auf dem anderen Weg machen kann? Nee, glaub nicht. Und die anderen Puzzle kommen bestimmt von da oben. Den zweiten, den ich für den Laser brauche. Nee, kann gar nicht sein, weil hinten ist noch ein Laser. Welches sind dann die anderen Puzzle? Sind das die da drin? Aber die habe ich ja noch gar nicht gelernt. Hm. Wir sind auf jeden Fall schon wieder bei einer Dreiviertelstunde, liebe Leute. Ich hoffe, lange Folgen gefallen euch. Wenn nicht, dann kann ich es leider nicht ändern. Kann ich jetzt eigentlich schon wieder runterfahren? Weil das Ding ist ja eigentlich... Der wartet ja gar nicht zwangsläufig. So. Ja. Ging. Halt, halt, halt. Ich will möglichst weit hier. So. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit auf der Plattform. Und der Stein ist nicht davor, das passt schon mal. Das Ende ist auch schon in Sicht. Wir gehen immer weiter. Immer weiter gehen wir. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und ich glaube, das Ende ist in Sicht. Und. Please, please. Und ja. Wo geht der eigentlich hin? Da hinten, ja, beim Wald. Okay. Was lag da eigentlich noch? Eine Palette und... Und ein Hauch voll gar nichts. So, jetzt ist aber doch die Frage, welches ist das zweite Ding, das zum Laser geht? Guck mal, seht ihr das? Da ist das Kabel, was zum Laser geht. Aber wo kommt's her? Das kommt von da drüben. Das heißt, ich glaube, ich muss diesen Teil da oben noch machen. Oder? Oder geht der da rein? Ne, der geht da rein. Der geht da rein. Tja, das ist aber ein bisschen fies, ne? Weil... Der kommt von hier hinten. Von da oben kommt das. Da oben muss ich also hin. Problem ist, den Scheiß hier unten habe ich noch gar nicht gelernt. Oder? Guck mal. Den habe ich noch nicht gelernt. Das heißt, den kann ich noch nicht lösen. Okay, schade. Dann kriegen wir heute diesen Laser nicht mehr geschafft. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht aus dem Kopf, wo man das lernt. Wo lernt man das? Mit den farbigen Sternchen. Wir könnten ja mal kurz einen Versuch wagen. Nur out of curiosity. Weil da war ja noch dieser Bereich hier. Huch, was ist hier noch? Achso, hier kann ich noch reinschauen. Kann man hier noch irgendwas lösen? Ich glaube nicht. Ist wahrscheinlich nur, damit man mal reinschauen kann. Aber wir könnten ja mal gucken, was uns hier drin noch beigebracht wird. Nur mal aus Interesse. Vielleicht ist ja da irgendetwas zu dem Thema zu finden. Nee, hier ist auch wieder nur Formen, ne? Die hätten wir ja schon lernen müssen. Ach, seht ihr, jetzt lernen wir erst das, was wir am Anfang beim Dorf gebraucht hätten. Aber ganz ehrlich, ich finde, wir haben das eigentlich schon im Asia-Pavillon gelernt. Ach, guck mal, wie arschig ist das denn? Der stellt sich da extra davor. In den Schatten. Das macht man eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir können es auch so lösen. Oder? Ja. Was kommt nun?
Rauskommen wir jetzt nicht mehr, ne? Offiziell? Offiziell müsste es eigentlich wieder geschlossen sein. Achso, man kann es aber nochmal öffnen. Okay. Das wusste ich nicht, dass man das... Warte mal. Natürlich, da kommt nämlich das Licht nicht durch. Siehst du, das brauche ich für dieses Puzzle jetzt. Mann, bin ich schlau, dass ich da vorher dran denke. Oder mein Unterbewusstsein hat das so dermaßen sich gemerkt. Das kann natürlich auch sein. Ach nee, das ist es gar nicht. Na, nicht, nicht, nicht. So, schnell, schnell, die schnell. Wo ist denn der Anfang? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Flip, flip, flip. Gleich geht die Tür wieder zu. Werdet ihr sehen. Aber ich glaube, ich schaff's noch. Geht die Tür jetzt zu oder nicht? Ja, Achtung. Achte mal drauf. Cool, oder? Ist das cool gemacht? Oh, zwei weitere Puzzle. Nämlich einmal das hier. Oh, hier kommt man ein bisschen durcheinander. Ich denke einfach mal, dass das Gitter ignoriert werden kann. Deswegen haben sie uns das extra leicht gemacht bei diesem Puzzle. Und was ist das hier noch für ein... Ach nee, das ist gar kein Puzzle, sondern es ist jetzt offen. Das, was vorher noch zu war, ist jetzt offen. Das ist schön. Das heißt, wir hätten wirklich das hier vorher machen sollen. Ich denke mal so. Ja, noch machen sie es uns leicht. Aber ich denke mal, jetzt wird es schon schwieriger. Oh shit. Jetzt geht es nämlich ums Gitter. Merkt ihr das? Oder? Oder nicht? Geht es jetzt ums Gitter? Ich denke, es geht jetzt ums Gitter. Oder nicht? Doch, war richtig. Ging nicht ums Gitter. Ging weiterhin um die Äste. Jetzt geht's, glaube ich, um das hier. Kann das sein? Nee. Okay. Vielleicht so? Nee. Eigentlich? Guck mal, viel zu einfach. Man denkt schon zu kompliziert, hä? Wahnsinn. Was könnte es hier sein? Wo ist der Ausgang? Ach, da hinten. Oh Gott. Das wird jetzt super kompliziert, glaube ich. Oh Gott. Nee, das ist der Ast. Ich glaube, das ist es nicht. Ich müsste mal kurz gucken. Kann man den sehen? Von wo kommt denn der Schatten? Von hier hinten. Von wo genau? Von da. Ne, von eigentlich von... Guck mal, ist mein Schatten hier. Von da kommt er. Also von diesem Ast. Und wieder mal sind hier abgebrochene Äste, oder? Nee, auch nicht. Oh Gott, ey. Puh, ich kann es kaum erkennen. Wichtig ist, das Gitter ist... Oder kommt es aufs Gitter an und die Löcher im Gitter? Das ist jetzt echt die Frage, ne? Das Gitter ist so schräg. Ist das hier Gitter oder ist das Ast? Oh Gott, ey. Ich kann nichts erkennen, ehrlich gesagt. Das Gitter ist so schräg auf jeden Fall. Ne? Also alle Schrägen kann man eigentlich ignorieren. Das heißt, diese kann man ignorieren, aber da oben ist ein Zweig. Diesen kann man ignorieren, diesen kann man ignorieren. So vielleicht? Oh, ein Glück, ey Leute. Aber ich muss gestehen, das war auch pures Glück noch mit dabei. Oh, und jetzt kommen gleich wieder zwei neue dazu. Einer ist hier irgendwo. Oh Gott, hier sind ja noch ganz viele. Ach, du Schiete. Wollen wir erstmal den machen? Wo ging der hin? In den hier. Hier sind ja auch noch ganz viele. Ey, Leute. Wie viele denn nun noch? Ja, hier sieht man es relativ eindeutig. Ne? Jetzt folgen wir dem Weg quasi. Der ist relativ simpel. Und wie ist es mit dem hier? Der ist auch noch relativ simpel, würde ich sagen. Aber er wird schon ein bisschen schluderiger. Ich würde sagen so, oder?
Und wo geht's jetzt hin? Wo ist der? Um die Ecke? Hier ist ja gar nichts mehr. Nee, das waren die anderen Puzzle. So, wo ging denn der jetzt hin? Der geht... Ach, hier. Hier geht er hin. Ja, der ist eigentlich noch relativ machbar, würde ich sagen, oder? So, würde ich sagen, ne? Die werden immer schluderiger. Und die Kabel sieht man auch kaum noch, wo sie lang gehen. Wo ist denn der Anfang? Oh Gott. So würde ich denken. So würde ich denken. Nee. Ich hab keine Ahnung, liebe Leute. Keine Ahnung. Okay. Okay. War auch wieder Glück dabei. Und jetzt noch den hier. Und das war's dann vielleicht auch mal irgendwann. Oh Gott. Obwohl, der sieht machbar aus, ne? Guck mal. Das ist ja nur das dicke Ding hier. Der ist aber gebrochen. Probieren wir's? Siehst du? Ich sag doch, der ist gebrochen. Dann hier. Ey, ihr seid manchmal so lustig. Hier geht irgendwas gerade auf. Aber was geht auf? Wo geht der denn jetzt hin? Hinter dem Holzstapel? Wo ging der hin? Was ist jetzt? Wo? Was? Wie? Hä? Was? Oh. Achso, hier. Hier. Ich glaube, eine Tür vom Laser ist jetzt offen, ne? Kann das sein? Eine Tür ist offen. Aber die andere fehlt noch, das heißt, wir können das Puzzle nicht lösen. Cool gemacht, wieder mal. Das heißt, wir müssen jetzt die anderen Puzzle auch noch machen und die werden sauschwer, vermute ich mal. Aber der Laser ist dann auch wirklich, wirklich verdient. Oh, guck mal. Okay, schauen wir mal. Der ist noch cool einfach, seht ihr das? Das machen wir jetzt einfach auf dem... Hier weiter. Habt ihr es gesehen? Hier haben wir es weitergemacht, ne? Auf dem... Brett konnte man das Puzzle weiter lösen. Jetzt hier ist es schon ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen müssen wir jetzt irgendwo hingehen. Wo gehen wir denn hin, wo wir das... Ah, okay, wir müssen es uns leider merken. Der eine geht hoch. Nee, runter geht er dann. Pass auf, der geht hier hoch. Dann geht er hier... Ach, kann der gar nicht. Der andersrum muss er jetzt gehen. Warte mal. Der geht hier runter. Dann... Ich komme hier gar nicht weiter. Der geht hier runter. Warte mal, das stimmt doch gar nicht. Wie soll man das denn? Ach so, ja, ich weiß. Der geht hier hoch. Pass auf. Ganz einfach. Ganz einfach. Der geht hier hoch. Dann so. Und dann hinten raus. So geht er. Yes. Und dieser hier wird schon spannender, ne? Hier, seht ihr das? Da. Irgendwie mit so einem Zickzack. Das ist ein bisschen merkwürdig. Dick, oder? Ich denke mal, ah, ja. Ja, weil das schräg... Oh, guck mal, hier sind noch ganz viele, ey, Leute. Langsam langt's, oder? Nur mal eine Vermutung. Ich schätze mal, es geht so. Zur Seite, dann runter, zur Seite. Zur Seite, dann runter. Dann so, dann so, dann so. Dann so, dann so. Ne, guck mal, das kann gar nicht sein. Oh, warte mal, das ist falsch. Zur Seite. Hä, wie kann das sein? Das kann nicht sein. Und guck mal, da ist noch ein zweiter Startpunkt. Wie verrückt ist das denn? Warte mal. Diesen Teil des Weges sieht man ja so. Und wo ist das Ziel überhaupt? Oben ist das Ziel, hier ist das Ziel. Warte mal, liebe Leute. Ach so, klar, pass auf, logisch. So, das heißt, es geht jetzt so, dann so, dann so, dann so, dann zwei hoch, dann eins zur Seite, noch eins zur Seite und dann hoch. Ja, Sigi, noch drei Stück vielleicht? Oder ist da noch mehr? Vier sind es auf jeden Fall noch. Oh, und guck mal, da hinten ist noch irgendwas. Was ist da noch? Fünf. Und hier kann man noch reinschauen, aber nur reinschauen, nicht reingehen.
Oh, ich bin ganz aufgeregt. So. Okay, ein Teil sehe ich davon. Und der Rest ist dort. Kann man irgendwo sich vielleicht hinstellen, wo man es noch besser sieht? Nee, leider nicht. Guckt mal. Eigentlich easy. Und zwar ist er verschoben. Seht ihr das? So, man geht zur Seite. Man geht nach unten. Man geht zur Seite. Dann geht es nach oben. Dann geht es so. 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 Und dann raus. Was? Aber es sah doch schön aus. So, also so. Runter. Zwei zur Seite. Ein hoch. So. So. Genau, so, so und dann so. Nee? Gut, also nochmal. Ein runter, zwei zur Seite, ich glaube, da bin ich ziemlich sicher. Ein hoch, dann so, dann ein zur Seite, dann vielleicht noch ein zur Seite, dann so, dann so, dann so und dann raus. Ja, so war's. So, wen haben wir jetzt freigeschaltet? Ihmchen hier vorne. Der Part ist easy. Wo ist der Rest davon? Wo ist der Rest? Da! Da ist der Rest. Seht ihr das da oben? Oh Gott, ey. Seite runter. Soll ich ihn aufmalen? Ich male es mal kurz auf. Eins zur Seite, zwei runter. Eins zur Seite, zwei runter. Eins zur Seite, ein hoch. Eins zur Seite, dann hoch und raus. Wenn ich es richtig verstanden habe. So, fangen wir mal an. Also, hoch. So, 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 so. Dann... Eins zur Seite, zwei runter. Siehst du, das geht schon mal nicht. Also müsste ich so machen. Eins zur Seite, zwei runter. Dann eins zur Seite, ein hoch und raus. Ja, der war easy. Und lange lebe das Malen auf Papier. Jetzt müssen wir den... Hier unten ist was. Seht ihr das? Die Frage ist, wo ist der Rest davon? Den male ich mir aber schon mal auf. Also Punkt... Ein zur Seite, ein hoch, ein zur Seite, ein runter, zwei zur Seite, dann so ein Knickknack und dann hoch. Und der Rest ist... Keine Ahnung, wo mag das sein? Wo kommt das Licht überhaupt her? Schaut mal. Wo ist die Sonne? Da, da kommt's her. Aber wo wird's denn gegen geschienen? Dahinter muss es ja irgendwo sein, ne? Hier irgendwo. Hier? Ach, da! Da ist es. Ja. Ja. Und zwar, also einmal hoch, dann nochmal so, 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 so. Oder? Schauen wir mal, ob das hinhaut. Also, dang, 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 dang. Ja, das war's. Eigentlich sind die Puzzle ziemlich zufriedenstellend, muss ich sagen. Wo geht der jetzt hin? Da oben war noch irgendwo einer, ne? Hier, glaube ich. Da müsste... Ne, der ist nicht an. Der hier. Der hier ist an. oh, seht ihr das? Da. Da ist irgendwas. Aber what the... Oh, der ist aber für den hier, hoffe ich. Oder? Ich hoffe, der ist für den hier. Aber was ist mit diesem? Theoretisch... Das ist ja dran gemalt, ne? Das ist nicht Schatten, oder doch? Doch, ist auch Schatten. Kriegt man das irgendwie mit dem Baum da hinten hin? Dass das irgendwie sich trifft? Ich glaube nicht, ne? Aber vielleicht reicht es auch so. Vielleicht reicht es auch so. Mal schauen. Ich glaube jetzt erstmal, es geht so, dann 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 einen dahinter runter, so, so, so. Würde ich denken, dann so, dann so und dann so, oder? Ja, siehst du, reicht da aus. Und den hier, wenn man die vollendet miteinander verknüpft, so nämlich, dann gibt sich daraus ein ziemlich einfaches Bild und zwar hoch, runter, hoch, hoch, Seite runter, bis zum Ende hin, dann zack, 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 zack. Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Dann so. Dann so, 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 so. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig aufgemalt. Ein bisschen habe ich es auch verkackt, glaube ich. Ich glaube, bis hinten. Dann
So, so, so. So, so. Und dann noch so und dann raus, glaube ich schon. Oder? Oh, war doch einfach. Na, siehste. Das ging doch. Und wir haben das Geräusch im Hinterkopf gehört. Das heißt, der Laser ist jetzt offen. Das heißt, wir können jetzt das Final Laser Puzzle. Und das ist auch mal eine Besonderheit, ne? Dass der Laser auch noch ein Puzzle kriegt. Wo war er denn? Hier. Hier ist er doch. Ich stehe direkt davor. Der Puzzle hat einen Laser. Nee, der Laser hat ein Puzzle. Und ich gehe mal lieber aus dem Wege. Und wir sehen, hier sind zwei Arten von Puzzles kombiniert. Nämlich ein Weg ist frei und ein Weg ist eingezeichnet. Die treffen sich hier. Ja. Das ist eine Kombination aus beidem. Ich glaube so. Gut, das war's. Laser ist frei. Geschaltet. Und somit haben wir diese Folge wieder erfolgreich geschafft. Wollen wir von der Seite schauen, damit wir sehen, wie er auf dem Berg schießt. Wo ist der Berg? Da ist der Berg. Ach, seht ihr den? Durch die Blätter kann man ihn sehen, ja? Seht ihr das? So ein bisschen sieht man es. Okay, schöne Perspektive zum Ende. Und ich finde, das war eine sehr schöne Runde, wo wir sehr viel gesehen haben. Nämlich ein paar Puzzle, die wir lösen können und ein paar Puzzle, die wir noch nicht lösen können. Aber ehrlich gesagt finde ich es schön, dass ich es euch so zeigen konnte, weil so versteht ihr den Geist dieses Spiels. Ja, der Geist dieses Spiels ist Metroidvania. Weil du kannst am Anfang noch nicht wissen, wo du weiterkommst und wo nicht. Aber du kannst es merken. Du kannst den Punkt finden, wo du verzweifelst, ja, oder dir denkst, das verstehe ich nicht, ja, das habe ich noch nicht gelernt. Und dann gehst du eben woanders hin und irgendwann findest du etwas, wo du es lernst, ja. Wie zum Beispiel wir heute mit diesem Drei-Strich-Muster, ja, was wir gefunden haben. Das ist das Schöne. Ja, wir lernen, dass wir etwas nicht wissen. Wir lernen etwas, wir verstehen, dass wenn wir etwas noch nicht wissen, wir nicht zwingend an der Stelle weiterkommen müssen, sondern erstmal woanders hingehen können und in die weite, weite Welt gehen, um etwas zu lernen über die Dinge, die wir nicht wissen. Wie auch in der echten Welt, oder? Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt die vorherigen Folgen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von The Witness Let's Play Through. Und ich hoffe, dass wir es durchkriegen. Also durchkriegen wir es auf jeden Fall. Die Frage ist, es gibt zwei Achievements in dem Spiel, ja. Das eine ist das, wenn man das Spiel auf die herkömmliche Art beendet. Und beide Achievements haben es in sich. Aber das zweite hat es in sich her als das erste. Das zweite will ich noch gar nicht verraten. Ich will nur so viel dazu sagen. Es hat etwas zu tun mit der Höhle des Bergkönigs. Und dieses Lied wird danach in eure Köpfe gebrannt sein. Das kann ich garantieren. Edvard Grieg, glaube ich, ist es, ne? Bis zur nächsten Folge. Ciao.